Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Habt ihr auch so gut geschlafen? Seid ihr auch schon alle da, liebe Sorgen? Na schön, dass wir hier sind. Dass wir einfach uns so einfach so treffen können, so zeigen können, so wie wir sind. Das finde ich einfach das Schönste, das Natürlichste. Ich kann mich einfach so entspannen in diesem Moment und in dem, dass alles so wie es ist, okay ist. Dass ich alles so wie es genau ist, annehmen kann und ja sagen kann. Ich muss nicht besser werden, ich muss nicht anders sein. Das möchte ich einfach erinnern, ich kann genauso sein, wie ich jetzt bin. Und genauso wie ich jetzt bin, bin ich Gottes Sohn. Genauso, nicht anders, genauso. Das finde ich einfach wunderbar. Das finde ich einfach so erleichternd, so befreiend, so freudig, diese Botschaft. Ich brauche mich nicht verbessern. Ich kann mich einfach so sein lassen. Ich meine, wie sehr habe ich mich immer angestrengt, besser zu werden, oder zumindest so es vorzugeben. Jetzt brauche ich nichts mehr vorgeben. Jetzt brauche ich nichts mehr spielen. Jetzt brauche ich mich nicht mehr anstrengen. Jetzt kann ich einfach ich selber sein. Es geht doch immer nur um das eine. Ich kann ich selber sein. Genauso wie ich bin. So bin ich Gottes Sohn und werde ich geliebt. Genauso. Genauso. Auch wenn ich jetzt gerade eine Banane esse. Ich habe gestern einige Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, es war so lustig. Ja, es war spontan, weil es immer spontan ist. Das finde ich einfach, das. Wir können so spontan sein, so herzlich sein. Wir können uns einfach so zeigen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir brauchen nicht gut sein wollen. Es geht doch um diese Spontanität. Und in dieser Spontanität, da liegt doch diese Herzlichkeit, dieses Lachen, diese Freude, die wir doch alle so sehr wollen. Ja, wir wollen doch spontan sein. Wir wollen uns doch so zeigen. Dann wird es ja leicht in unserem Herzen. Das ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen so spontan sein, wie einfach Kinder sind. Deshalb sind die Kinder so fröhlich. So immer mit einem Lachen. Und wenn ihnen einmal irgendwas nicht gefällt, dann vielleicht für einen Moment, dann wird einfach einen Moment, da äußern sie ihren Unmut, aber im nächsten Moment ist dann wieder alles gut. Und das finde ich einfach super. Diese Geisteshaltung, es geht hier im Kurs um eine neue Geisteshaltung, um das Wundergesinnt, diese Wundheitgesinntheit wieder zu erreichen, diese Spontaneität. Das ist, wenn Jesus gemeint hat, wo die Apostel gemeint haben, wer ist der größte Meister hier? Und die haben geglaubt, einer von uns. Und dann deutet er auf ein Kind und lässt das Kind bringen und sagt, na, das ist der größte Meister. Dieses innere Kind in uns, diese Verspieltheit, das ist ja alles ein Spiel. Wir sind ja hier auf einer Bühne in dieser Welt. Das ist ja nichts ernst zu nehmen. Das ist ja nur ein Spiel. Diese Formen, diese verändernden Formen, ist alles nur ein Spiel. Dann lass uns doch das Gescheite spielen. Lass uns doch dieses Spiel spielen, wirklich eintauchen in das Spielerische. Ja, du hast leicht reden, Hubert, sagen manchmal die Leute, du hast leicht reden. Mir fällt es manchmal auch nicht so leicht und doch erinnere ich mich immer wieder. Und doch hat sich irgendwas in mir verändert, kann ich nur sagen. Durch die Gnade Gottes, durch Wunder, nehme ich mir das alles nicht mehr so ernst. Es gibt auch Tage und Situationen, die nehme ich mir nur ernst und doch irgendwo erinnere und doch irgendwo weiß ich, es ist alles hier ein Spiel und ich spiele es einfach. Dann spiele ich es doch glücklich, ne? Das sind
Erlösung ist ein Spiel, das glückliche Schüler, Kinder spielen. Dann will ich doch glücklich spielen, dann will ich mich doch dem Spiel hingeben. Das nicht zu ernst nehmen, es ist doch ein Spiel. Es ist doch alles, man könnte sagen, mein Lehrer hat immer gesagt, es ist alles eine große Show. Wenn jeder hier weiß, dass diese Welt nicht wirklich ist, jeder Weisheit weiß, dass da nichts ernst zu nehmen ist, tief im Herzen, wenn man sich einmal für einen Moment das überlegt, dann weiß das jeder, hier jeder. Da gibt es niemanden, der das nicht weiß, dass das nicht ein Traum hier ist. Es ist nur ein Traum. Es ist nicht unsere Wirklichkeit. Es ist wie ein Spiel und dann lasst uns spielen, lasst uns das freudig sein. Ich habe immer diese Lehrer geliebt wie Osho, die einfach gelacht haben, der erkannt hat, das ist hier ein Spiel. Und er hat es einfach voll gespielt und er wollte einfach den Leuten zeigen, spielt es bitte. Der hat sich Rolls-Royce zugelegt, aber der hat es nicht ernst genommen. Die Leute haben ihn ernst genommen und haben gesagt, ja, wie kann dieser spirituelle Meister in einem Rolls-Royce herumfahren? Osho, der wollte nur spielen, er wollte den Leuten zeigen, nimm es nicht ernst. Es ist nicht wichtig, ob ich mit dem Rolls-Royce herumfahre oder zu Fuß gehe. Es ist alles nur ein Spiel. Da ist nichts verboten in dem Spiel, aber wir können es spielen. Und dann kommt diese Freude und dann kommt dieses Lachen und dann kommt die Leichtigkeit. Das ist, was ich erinnern möchte, dass wir heute einen Tag haben zum Spielen. Wir wissen, dass es nicht wirklich ist. Hier ist nichts wirklich, hier ist nichts ernst zu nehmen. Hier geht's um nichts. Hier geht's nur um die Erkenntnis, hier, das ist hier ein Spiel. Es ist ein Traum, den ich träume. Und ich vergessen habe, dass er Traum ist, nehme ich mir den ernst. Aber der heilige Sohn Gottes hat nur für einen Moment vergessen, über diesen Traum zu lachen. Und jetzt ist der Moment des Lachens wieder gekommen. Jetzt ist der Moment gekommen, dieser Leichtigkeit. Wenn ich so für mich sein lasse, wenn ich erkenne, okay, hier geht's um nichts. Ich muss hier nichts leisten, erreichen. Ich muss hier nicht ein guter Kurs im Wundernlehrer werden oder der weltbeste Kurs im Wundernlehrer mit den meisten Anhängern. Wenn ich das wollen würde, dann wäre es schwierig. Dann wäre ich gestresst. Dann müsste ich jetzt jeden Tag am Computer sitzen, 8 Stunden und ständig in sozialen Netzwerken alles posten. Ist nicht meine Erfahrung, ist nicht mal, was ich will. Ich will frei sein, ich will ein Kind sein, ich will spielerisch sein, ich will erleben, wie Gott gut zu mir ist. Ich will das Leben von Alexis Tsouras führen. Ich bin ja gerade noch in Griechenland, vielleicht einige von euch wissen es ja. Ich bin noch in Griechenland und mir geht's so gut und es ist so verändert alles. Und ich erlaube es mir, verwöhnt zu werden von diesem Universum und es als Spiel zu sehen. Und es ist einfach wunder, wunderschön. Ja, du, Hubert, hast es leicht. Na, ich hab's nicht immer leicht gehabt, glaub mir das. Ich habe den Kurs nicht als Hobby gemacht, sondern aus totaler Notwendigkeit, weil ich so verzweifelt war über meine Situation, über mein Denken, über diese Welt, wo ich scheinbar keine Lösung gefunden habe und sie immer noch nicht finde, aber ich weiß, dass sie nicht wirklich ist und dass es ein Spiel ist und dass ich spielen darf. Und dass in dem Spielen bin ich froh und in den Spielen bin ich wieder ich selber und spontan. Und das will ich nie vergessen, dass das ist, was ich wirklich will, das Erinnern. Und heute erinnere ich das mit dir und dafür bin ich so dankbar, dass ich das so spontan erinnern kann. Mit Banane oder ohne Banane. Ich habe mir einige Bananen gekauft übrigens, weil wenn ich mal in der Nacht aufwache, ich habe ja so viel. Manchmal so viel Energie, die sich so umwandelt. Ne? Mexiko, wo ich noch in Mexiko gewohnt habe, ich manchmal in der Nacht habe 4, 5 Bananen gegessen, bin ich immer aufgewacht, habe Bananen gegessen. Das passiert immer noch. Manchmal gibt es Tage, da liebe ich einfach diese Bananen, die mir so viel Energie geben und doch leicht sind. Leicht wie das Spiel des Universums, leicht wie das Spiel, das wir Leben nennen. Das ist, was ich erinnern möchte, diese Leichtigkeit. Es muss nicht schwer sein. Es muss nicht ernst sein. Wir müssen ernst erwachen. Nein, das ist nicht, was uns Jesus lehrt. Wir können spielerisch erwachen. Erlösung ist ein Spiel, das glückliche Kinder spielen, glückliche Schüler spielen. Das wir heute spielen, wir zwei. Bist du bereit zu spielen? Bist du bereit, es als Spiel zu sehen? Ich hoffe es so sehr. Es würde mich so freuen. Es ist ein Riesenspiel, dieses Universum. Und wir spielen es zu total. Wir
Lasst uns da total auf das ein und erfahren, wer wir wirklich sind in dem Spiel. Und dass da nichts so ernst zu nehmen ist. So. Und dass es unsere Ups und Downs haben, das ist ganz klar, das hat jeder von uns. Doch erinnern wir uns immer öfter, immer schneller und immer freudiger, dass es nur ein Spiel ist. Dass wir es voll spielen können, dass es hier um nichts geht, sondern immer nur um den gegenwärtigen Moment, immer nur um das Hier und Jetzt, um nichts in der Zukunft. Niemals. In einem Spiel geht es hier nicht um die Zukunft, sondern immer nur um das Hier und Jetzt und dass ich es hier jetzt spiele. Und so danke ich dir so sehr und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns heute mit uns spielen würdest am Abend in der Spielrunde. Um 19:15 Uhr würden wir uns treffen, würden gerne mit dir spielen. Komm einfach so, wie du bist und lass dich überraschen. Das kann ich nur mal sagen. Du bist immer herzlich willkommen. Komm einfach. Spiel mit uns. Es ist so wunderbar und das können, glaube ich, alle so erleben, die einfach da immer um 19:15 Uhr dabei sein. Wie herrlich das ist, das zu erinnern. Wie schön einfach. Es ist einfach ganz was Herzliches, Spontanes, was Spielerisches und einfach wunderschön. Und ich brauche es. Ich will es erinnern. Und danke, danke, danke für dein Dasein. Und lasst uns es spielen heute und den heutigen Tag. Und ich liebe dich so sehr. Danke.